Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Wir stehen immer noch vor dem unaufgeräumten Schreibtisch, auf dem das antike Buch liegt. Und ihr habt jetzt eine Woche gewartet und jetzt sollt ihr auch erfahren, was da drin steht. Also, lesen wir das Buch. No knowledge of what was to come, nor did I care. How the knowledge changed me, it will also change you. As you read this, you will come to learn fear as I have. You too will come to understand, or you will perish. To think that once I could not see beyond the veil of our reality. To see those who dwell behind. My life now has purpose, for I have learned the frailty of flesh and bone. I was once a fool. Where is Quia Scandamast? Where is Conjurandine? Facusatis aquae sumat, et animus eorum confirma, pugna huis. Dia sit modo prima multarum, si ingeptum conficiamus. Quam primum, Centurio Augustus. Volo res. I would like to compliment you once more on your battle tactics. Our enemies did not have a chance. Do you believe that it really exists, Centurion? I do not doubt our Emperor's beliefs, or his orders. But if we are to retrieve the artifact, then we must be strong and patient. So, wir spielen also diesen Pius Augustus. Und ich wollte mal sagen, ich finde das sehr schön, dass sie am Anfang die Römer Latein haben sprechen lassen und dann zwischendrin so diesen Übergang gemacht haben von Latein auf Englisch. Die deutschen Untertitel hatten ja sowieso mehr gehabt. Im Englischen hätte man englische Untertitel gehabt bis zu dem Punkt, wo sie Englisch reden. Ich finde das sehr schön gemacht, dass sie also andeuten, die sprechen hier Latein und sich sogar die Mühe gemacht haben, den Text auf Latein, weil es ja eine tote Sprache ist, auf Latein hier erstmal zu machen. Und dann das Übersetzen. Heutzutage finde ich es auch immer schön zu sehen, wenn in einem Film die Leute die echte Sprache sprechen und nicht irgendwie irgend so ein Pseudo-Akzent einfach nur und dann geuntertitelt wird oder zumindest am Anfang die Sprache gesprochen wird eben. Also das ist, finde ich, eine schöne Lösung. Man spricht am Anfang die Sprache und dann lässt man einfach denselben Sprecher Deutsch weiterreden nach einer Zeit, sodass klar ist, okay, der redet jetzt eigentlich weiter in seiner Sprache. So. Außerdem, ja, mir war klar, dass jetzt eine Zwischensequenz kommt. Das war mit ein Grund, warum ich die Folge an der Stelle unterbrochen hatte. Aber jetzt weiter. Wir gucken mal hier. Erstmal untersuchen wir hier mal den Raum. Die Erhebungen im Boden sind Meisterwerke der Handwerkskunst. Verziert mit Intarsien aus Gold und Edelsteinen, die Pius fremd sind. In der Mitte ist ein lineares Muster zu sehen, welchem Pius aber keinen Sinn zuordnen kann.
Moment, der ist Römer und die sprechen Latein und ich habe gelernt, wir sprechen Latein-Deutsch aus. Also er ist nicht Pius, wie sie es im Englischen sagen für uns, sondern er ist Pius Augustus. Muss ich dran denken, seinen Namen deutsch auszusprechen. So, hier weiter. Oh, schönes Wandgemälde. In den Dekorationen an der Wand vermischen sich Symbole der unterschiedlichsten alten Kulturen. Zivilisationen, die längst im Staub der Geschichte verloren sind. Wahrscheinlich ist dieses Verlies alles, was von ihnen übrig geblieben ist. Das müssen wir hier dazu sagen, wir sind hierher teleportiert worden und wir wissen nicht, wie wir wieder zurückkommen. So, ich komme erstmal diesen Raum an und dann gehe ich diese Leiter runter. Das ist nichts, ich gucke eigentlich nur, ob hier ein Untersuchenfeld kommt. Sieht nicht so aus. Dann gucken wir hier nochmal. Nein, dann rennen wir eben mal rüber, lassen unsere Rüstung ein wenig klappern und geht hier runter. Eine Leiter führt in das feuchte Herz des Labyrinths. Im Dunkeln lauern Gefahren, aber Pius behält seinen Mut. Soll Pius die Leiter hinabsteigen? Ja. Hier liegt irgendein Skelett auf dem Boden. Da ist irgendein Stein. Oh, okay. Die Skelette stehen wieder auf. Naja, okay. Für uns ist das bei einem Horrorspiel wohl doch eher zu erwarten. Dass irgendwo Skelette aufstehen und Zombies lauern und so. So. Die Lektion, die bald kommen wird. Da hat mich eben das Feuer erschrocken. Die kenne ich natürlich schon. Das heißt, ich hack dem Zombie gleich mal den Kopf ab. Normalerweise würden wir einfach nur drauf losschlagen, ohne auf ein Körperteil zu ziehen. Aber ich kenne dafür die nötige Taste schon. Von daher mache ich das, um dann hier den Kampf doch etwas zu vereinfachen. So, dann gehen wir hier mal weiter. Und da kommen direkt zwei. Eins, einmal der Kopf weg. Zweimal der Kopf weg. Jetzt können die uns nicht mehr sehen. Wir gucken, der linke tastet noch so nach seinem Kopf. Jetzt stehen die so da und dann schlagen sie einfach zu. Jetzt ist das Lustige. Wenn die so stehen, dass sie sich gegenseitig treffen, dann schlagen die sich wirklich gegenseitig und bekämpfen sich quasi gegenseitig. Ah, da sind die Dings im Weg. So, dann machen wir nochmal hier einen Finalschlag. So. Das ist das Äquivalent zum Double Tap. Wir wollen schließlich nicht, wer das Double Tap nicht kennt, Always Double Tap, das müsste aus Zombieland sein. So, dann untersuchen wir mal diese Box. Ein seltsamer Granitblock liegt auf dem Boden. Okay, mitnehmen. Wir haben einen Granitblock gefunden. Hurray! Bestimmt einmal ein Meter oder sowas und der trägt ihn jetzt in seine Unterhose mit sich rum. Wie das für Adventures normal ist. So, dann gehen wir mal hier durch diese Tür. Noch mehr Zombies, oder? Ich würde eher sagen, das sind ja eher sowas wie Skelette, oder? Kopf ab. Und dann erstmal weg. Und jetzt kann ich ihm die Arme abschlagen. Und dann ist er weg. Jetzt schlagen wir dem die Arme ab. Und da ist eine weitere Box. Und ein weiterer Würfel. Ein Würfel mit einem grünen Symbol. Nun nehmen wir den auch mit. Den Würfel mit dem grünen Symbol. Schau mal, okay, hier ist kein Gang mehr, keine Überraschung, kein Gegner, der auf einmal kommt. Tür öffnen. Da kommt er direkt von hinten, macht gerade die Tür zu. Und ja, natürlich ist die Kameraperspektive genau darauf ausgelegt, dass man die Gegner erstmal nicht kommen sieht und die dann überraschend reinkommen. Normal würde ich übrigens so kämpfen. Einfach Button Smashing ohne Körperteile anzudingsen. Dann geht er tatsächlich auch her und tritt mal nach den Gegnern. So. Kämpft aber nicht sonderlich effektiv. Ach, hier ist ja noch so ein Box. Und ich weiß, da hinten steht noch einer. Oh, da kommt noch einer. Kopf ab. Einmal einen Arm ab. Na, komm schon. Den anderen Arm ab. So, jetzt ist der da hinten dran.
Jo, da stand ich im Weg. So, hier kriegen wir jetzt erklärt, dass wir eine Gesundheitsanzeige haben, dadurch, dass sie zum ersten Mal verwendet wurde. Und dann erklärt das Spiel uns auch direkt mal schnell das Menü. Wir haben Tasten zum Benutzen, Nehmen, Prüfen. Wir können mit links und rechts zwischen den Seiten im Menü wechseln. Und jetzt sind wir im Menü und können hier also die Items auswählen. Zu den Seiten gehört übrigens eine Karte. Dann die Cinematiken können wir uns nochmal angucken. Im Menü. Und dann kommen wir wieder zurück. Tatsächlich, das Menü brauche ich jetzt noch nicht. Also hier zu sterben ist ein bisschen schwer. Sprach's und starb im nächsten Bildschirm. So, und ein Granitblock mit einem blauen Logo. Okay, da hat wieder jemand unseren Namen gesagt. Irgendetwas ruft uns. Dann folgen wir doch mal dem Ruf und gehen hier hinunter. Und mich juckt das Ohr. So. Oh, diese Fackeln. Das ist natürlich geskriptet, dass das passiert, genau in dem Moment, wo du vorbeiläufst, dass du eben erschrickst. Okay, hier ist eine kaputte, eine verriegelte Tür. Gehen wir weiter in die andere Richtung. Nebel auf dem Boden. Irgendwas ruft uns. Ich höre Gegner. Skelettzombies. Okay, hier sind verschiedene Symbole. Manche von denen haben wir schon auf diesen Granitblöcken gesehen. So, erstmal. Deswegen gehe ich mir erstmal auf die Köpfe los. Weil jetzt rennen die uns schon mal nicht mehr hinterher. Und jetzt habe ich das Problem, dass mein Bildschirm eben gerade. Und da hat ein Zombie den anderen. Mein Bildschirm ist eben kurz ausgegangen. Ich glaube, ich habe ein Problem mit der Leitung. Ja. Das wäre echt blöd, wenn das in einer ungünstigen Situation passiert. Und das bisschen Schaden, was wir nehmen von denen, ganz ehrlich, das kann man fast schon ignorieren. So. Schon wieder. Ich glaube, ich muss eben mal das OBS-Fensterchen, nachdem ich die besiegt habe, das OBS-Fensterchen auf den eben dem Laptop, auf dem ich das Ganze aufnehme, eingebauten Bildschirm ziehen, weil ich tatsächlich nur das OBS-Fenster habe, in dem ich sehe, was gerade passiert. Weil irgendwie hat er hier Probleme. So, dann drehe ich mich mal eben und benutze eben den eingebauten Bildschirm. So, kann man ja auch machen. Wir haben hier also noch so eine Box mit einem lila Symbol. Damit haben wir 4 von den Böckschen. Und hier hinten sieht man, sind 4 Bereiche mit einem Symbol drüber und irgendeine Art Loch. Das Loch ist viereckig, also gehe ich davon aus, dass man da die Böckchen reinstecken kann. So, muss mir eben nochmal das Ohr jucken, beziehungsweise kratzen. Schauen wir mal. An der Wand ist ein auffälliges Symbol in den Granit eingemeißelt. Darunter ist ein quaderförmiges Loch eingelassen, welches Kratzspuren aufweist. So, als ob etwas mit viel Kraftaufwand entfernt wurde. Okay, wir können jetzt aus diesem Bildschirm hier nicht das einfügen. Nein, ich muss immer wieder ins Menü gehen, dann einen der Granitblöcke auswählen und auf Benutzen drücken. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welche Farbe das war. Das ist lila, selbstverständlich. Benutzen wir den lila Granitblock mit dem lila Symbol. Und hier kriegen wir jetzt einen schönen Glow-Effekt. Und machen nun dasselbe mit den anderen. Einmal grün. Einmal rot. Wahrscheinlich. Der Laptop ist schon etwas älter. Wahrscheinlich ist die Grafikkarte nicht mehr so gut, dass sie den zweiten Bildschirm unterstützt, richtig. Und den blauen.
Und wir haben die Tür, die eben noch verschlossen war, freigeschaltet. Sehr schön. Dann würde ich sagen, eilen wir mal zu eben jener Tür. Und hier hindurch. Und jetzt kommt die Lektion, die man eigentlich erst jetzt gelernt hätte, nämlich das Anvisieren. Pius, beweise, dass du würdig bist, indem du die Statue zerstörst. Durchdrücken von rechts kann Pius, von dem rechten Schultertaste kann Pius sich das Ziel aussuchen, welches er angreifen will. Wird rechts vorsichtig losgelassen und sofort wieder gedrückt gehalten, kann er zwischen verschiedenen Gegnern wählen. Das benutze ich so gut wie nie. Also im Endeffekt ist der Trick, ich halte die rechte Schultertaste gedrückt und gehe nach oben für den Kopf, nach links und rechts für die Arme und mache nichts für den Rumpf. Das heißt, ich fange an, Kopf, wir stehen noch nicht an der Statue dran, Kopf, linker Arm ist nach links laufen, während man rechts gedrückt hält und der rechte Arm ist nach rechts. Und dann ist der Rumpf die Mitte. Fertig. Super simpel. Gleichzeitig geht er, wenn man rechts drückt, in diesen Battle Stance Modus. Und mit dem linken kann ich rennen. Das ist auch etwas, was ich weiß. Gut, und weiter geht's. Okay, so eine leuchtende. Vielleicht fehlt da der Klöppel, dass wir da Musik machen können. Erstmal hier so. Ich hatte jetzt gedacht, das ist eine Zwischensequenz, in der wir gerade sind, ehrlich gesagt. So. Hier ist noch was. Also da hinten leuchtet so. Das kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Gong. Mit der Klöppel für den Gong, dann macht so. Irgendwie sowas. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ich habe keine Fernkampfwaffe oder so. Weil ja, das gibt es in dem Spiel auch. Und mein Schwert haut ständig hier gegen die. Was machen wir denn jetzt? Haben die sich eben doch gegenseitig gehauen? Ne, jetzt ist das Bild für mich natürlich super winzig klein. Wenn die jetzt mal hier aufeinander einschlagen, versuche ich hier ein bisschen. Mal Vollbildmodus an. So, das ist ein bisschen größer, aber ich habe hier natürlich die Kontrollen von OBS auch noch mit im Bild gerade. Ah ja, jetzt habe ich einen bewegt. So. Und mit dem Finalschlag sicherstellen, dass wir nicht wieder aufstehen, würde ich sagen. So, dann schauen wir uns hier mal um. Wir haben also einmal in der Mitte etwas. Okay. Hier hinten. Okay, versuchen wir mal diesen Gong. Der Raum wird durch einen Schalter, in schwaches Licht getaucht. Eine merkwürdige Energie scheint von ihm auszugehen. Also natürlich drücken wir da mal drauf. Und versperren uns den Rückweg. Diese Anordnung kannten wir schon. Das ist dasselbe, nur in klein. Okay, das sieht so aus wie. Das sind drei Artefakte. Ich gucke sie mir jetzt einmal alle an. Die seltsame Skulptur eines Wurms mit roten Riesenscheren schwebt geheimnisvoll über dem Sockel. Das blaue an. Die hellblaue Statuette in Form einer Haube schwebt anmutig über dem Sockel. Das ist eher so eine Qualle oder so. Und das grüne. Die Darstellung einer Art gefallenem Engel aus dunkelgrünem Smaragd geschnitzt schwebt schwerelos über dem Sockel. Ach, nehmen wir einfach das Grüne. So.
So, Spiel verloren. Wir sind gestorben. Oder auch nicht. Okay, wir wurden selbst zum Zombie. Und die anderen beiden Artefakte sind auch verschwunden. Eons have passed since then, and I have learned much. I was once as naive as a child, but now my mind is sharp. With the power of Zelotath, I can now read the thoughts of others and make them raving mad with a mere suggestion. Face me, and you shall surely perish. So, und jetzt haben wir das Turm of Eternal Darkness erhalten. Und ja, es ist tatsächlich so, es macht einen Unterschied, welche der drei Artefakte ich wähle. Es ändert etwas an den Gegnern, vor allem später im Endkampf, und es ändert auch einige Zwischensequenzen. Zum Beispiel das, was er gesagt hätte, by the power of Xelotaph, wäre dann eine andere Power, die auch was anderes tun könnte. Was er also für eine andere Macht hat. Er kann also jetzt Leute verrückt machen. Da wir das Grüne gewählt hatten. So, und wenn man jetzt hier guckt, ist das Menü, ist das Tome of Eternal Darkness, was Alex eben gerade vom Tisch genommen hat. Das ist, finde ich, auch sehr schön gemacht, auch mit den Details, je nachdem, welche Seite du offen hast. Geht hier ein anderes Auge links in diesem Emblem auf. Und man sieht auch schon, hier fehlt ein Auge, das geht nicht auf. Uns fehlt also noch ein Menü, ein Submenü quasi. Das finde ich ziemlich cool gemacht. So. Und jetzt können wir hier dieses Papier lesen. Seltsam. Alex hält das Tome of Eternal Darkness in Händen und nun ist es hier möglich, die Schrift zu entziffern. Das Papier ist eine Kapitelseite aus dem Tome. Und selbstverständlich nehmen wir die mit. Alex hat eine Kapitelseite mit dem Titel Die Unterwerfung des Totengottes gefunden. So. Und ich bin jetzt tatsächlich so fies, weil das einfach gerade so gut passt. Auch wenn wir erst bei knapp 20 Minuten sind, höre ich die Folge hier schon auf. Und nächstes Mal lesen wir dann das Kapitel. Denn Lesen eines Kapitels in diesem Spiel bedeutet, wir spielen es. Wir haben also quasi eben den Prolog gespielt mit Pius Augustus. Und wir werden jetzt quasi das Kapitel Die Unterwerfung des Totengottes spielen, mit welchem Charakter auch immer der Hauptcharakter des Kapitels ist. Das hier, das Anwesen hier ist quasi so eine Art Nexus-Welt, Hub-World, so ähnlich war wie das Schloss für Super Mario 64, wo man in die Bilder gesprungen ist. Hier liest man halt Kapitelseiten. That said, würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, miau.